Die Elektrolokomotive RH1041 der ÖBB, der Klassiker aus Österreich, kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Das Epoche 4-Modell trägt die Loknummer 1041007-4. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand bei den österreichischen Bundesbahnen ein hoher Bedarf an neuen Elektrolokomotiven, um ältere Dampflokomotiven zeitnah ablösen zu können. Dies führte unter anderem zur Entwicklung der Neubaulokomotiven der Reihe 1041, die zwischen 1951 und 1953 mit 25 Exemplaren in Dienst gestellt wurden. Eingesetzt wurde diese Elektrolok im Regional- und Güterzugverkehr, in den letzten Einsatzjahren verstärkt auch im angestrengten Rangierdienst. Bis Ende 2003 wurden alle Fahrzeuge dieser Reihe bei der Österreichischen Bundesbahn ausgemustert. Einige Exemplare sind als Museumslokomotiven erhalten. Das Pico-Expert-Modell der Reihe 1041 der ÖBB ist eine Neukonstruktion und kommt in DC- und AC-Ausführung und gibt den Betriebszustand ab 1988 wieder. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders bestechen die vorbildgerechte Nachbildung der Pantographen sowie die filigranen Dachisolatoren und elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Das Modell besticht durch einen gelungenen Formenneubau ohne störenden Formtrennkanten und die stimmige Umsetzung aller relevanten Details ihrer Vorbildmaschine, wie zum Beispiel die Führerstands- oder die Maschinenraumnachbildung. Die Pico RH1041 verfügt über extra angesetzte, freistehende Türgriffstangen und Handgriffe. Windabweiser neben den Türen, Frontsteckdosen, einen originalgetreuen Hauptschalter, stimmig umgesetzte, modernisierte Lampenformen, detaillierte und scharf gravierte Drehgestelle, angesteckte Tachowellen, Sandkästen und Schneeräumer. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das Pico-Modell der RH1041 ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Das Modell ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die Soundnachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sounddecoder problemlos möglich. Das AC-Modell ist bereits ab Werk mit einem passenden PLAX22-Decoder ausgerüstet. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar. Die Beleuchtung im Führerstand sowie im Maschinenraum sind ebenfalls digital schaltbar. Das Modell der RH1041 hat einen Zinkdruckgussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die
ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok des neuen fünfpoligen Motors mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Mit der feinen, originalgetreuen Nachbildung des Klassikers der RH1041 der ÖBB unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch attraktive Modelle auf höchstem Niveau mit hervorragendem Fahrverhalten in filigraner und betriebstauglicher Ausführung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können.